Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Bloodborne mit mir, dem Dre, hier auf dem Kanal, The Northern Way of Life. Jawoll. Und ich sag schon wieder jawoll. Seit Beyond Good and Evil sage ich irgendwie immer jawoll bei der Begrüßung, aber das ist ja nicht so schlimm. Kann man sich ja auch als Markenzeichen setzen. Als Trademark. Ach du Scheiße, hast du etwa flammende Fäuste? Wir sind im Unterrichtsgebäude in der zweiten Etage. Falls ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, möchte ich euch nicht spoilern, was in der letzten Folge passiert ist. Guckt die letzte Folge euch nochmal an. Die war fantastisch. Vor allem der Schluss. Guckt euch die letzten 10, 15 Minuten an. Die sind Pflicht. Macht das Video hier aus. Guckt euch die letzte Folge an. Wie gesagt, die letzten 10, 15 Minuten. Kommt wieder zurück und seid begeistert. So wie ich es bin, wie man vielleicht hört, ich habe ein bisschen gute Laune, was mich schon wieder echt ankotzt. Kennt ihr das, dass ihr irgendwie ab und zu mal so gute Laune habt, dass euch das selber nervt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich bin nur ich so ein... Was ist man dann eigentlich? Misanthrop? Meister Willem hatte recht. Evolution ohne Mut wird der Untergang unserer Art sein. Evolution ohne Mut. Das ist ja tiefgründig. Meister Willem, das ist doch... Oh, ich muss unbedingt mal ein paar Videos nochmal angucken, um auch die Cutscenes auf dem Kasten... nochmal wieder raufzukriegen. Ha! Wer bist du? Mr. Elastic? Fantastic Four Elastic? Weil das ist mir... Vorsicht vor Schleichangriff. Aha. Weil das ist mir auch gestern wieder aufgefallen, wie ich mit... es tut mir leid, ich rede immer von gestern, obwohl für euch natürlich nicht gestern... mein gestern ist, aber sagen wir mal so, als ich mit Marcel gespielt habe, sind mir so ein paar Dinge wieder aufgefallen, die ich schon längst wieder vergessen hatte. Und das ist ja das Schöne, ne? Dadurch, dass ich das aufnehme, kann ich es ja selber auch gucken. Jage die Großartigen, jage die Großartigen. Also nicht mich. Ha! Genau, da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen, die ich jetzt in Kontext setzen kann. Und die für mich jetzt Sinn ergeben, die damals natürlich überhaupt keinen Sinn ergeben haben und auch nicht ergeben konnten, weil das Wissen halt einfach fehlte, was ich jetzt habe. Und ja, das ist ganz interessant. Deswegen, ich werde es auf jeden Fall nochmal durchspielen. Einmal mindestens. Oh nein, geht's das wieder zur Albtraumfront? Bitte nicht, ey, da muss ich wirklich nicht hin. Da nehme ich euch natürlich nicht mit. Einmal muss reichen. Die namenlose Präsenz des Mondes, die von Lawrence und seinen Anhängern gerufen wird. Bleichblut. Ich kann damit noch nicht so viel anfangen. Was ist Bleichblut? What the heck are you talking about? Drei? Was? Drei dritte Schnüre? Drei dritte Schnüre. Scheiße, was heißt Schnüre auf Englisch? Weil ich könnte mir vorstellen, dass es einfach ein Übersetzungsfehler ist. Oder auf Englisch Sinn ergibt. Oder auf Japanisch. Weiß man ja nicht. Oh, bitte wirf nicht mit Feuer. Ich bitte dich. Oh Gott! Hat er mich doch noch erwischt? Scheiße. Hallo, wo bin ich? Steh mal auf! Hahaha, da kommt ein Stolpern, wie krass. Mist. Okay, ich renne jetzt hin. Oh, das macht er auch! Er hat genau den gleichen Scheiß gemacht wie ich. Angerannt kommen und draufhauen. Und da ist er wack. Zwillingsblutsteinscherbe. Eine, ja, hättest du mir auch fünf geben können. Aber ich will ja mal nicht gierig sein. So, was versteckst du denn hier Schönes? Nichts hier außer Mitleid. Darum vorsichtig behandeln. Mann, Bestie. Mann, Bestie. Ih, was blubbert da oben? Seht ihr das? Da links oben. Jetzt bewegt sich's nicht mehr. Das hat sich hier gerade bewegt. Aber das waren wahrscheinlich nur die Scherben, oder? Die hier so ein bisschen hin und her backen. Muss man ja sagen, das Performance-Update schön und gut. Ich bin auch echt eigentlich, also ich will jetzt nicht meckern. Aber besonders wenn man im Koop unterwegs ist, ruckelt das stellenweise wie die Sau.
Ey, ich habe echt das Gefühl gehabt, ich hätte irgendwie einen zu alten Rechner. Und, ach, hier war ich, ne? Genau, hier war ich. Und da muss ich sagen, bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich meine, okay, ich bin Consolero schon längere Zeit und ich hatte früher nie den Mega-PC, dass ich irgendwie die Spiele alle High-End-mäßig zocken konnte. Also die haben eigentlich schon immer geruckelt. Und von From Software bin ich es eigentlich auch gewohnt, sag ich mal, dass die Spiele nicht rund laufen. Das ist nicht unbedingt... Also Bugs zum Beispiel sind bei From Software keine Bugs, das sind Features. Kann man wirklich so sagen. Also die machen das Spiel einfach schwerer. Hier war ich auch schon. Punkt. Aber ich hatte mir wirklich, ehrlich gesagt, erhofft, dass bei einem Exklusivspiel für die PlayStation 4, vor allem da das eigentlich so das Aushängeschild ist jetzt hier, so Bloodborne, From Software ist so die, ist so der Aushängeentwickler, den Sony hat. Und ich hatte mir ehrlich gesagt wirklich gewünscht, dass sie... Hängt da oben was? Nee. Dass sie hier so ein bisschen mehr Ressourcen reinstecken. Dass sie da ein bisschen... Das Ganze ein bisschen mehr polieren. Und auf die Performance achten. Weil es stellenweise an Orten, an Stellen halt ruckelt. Wo man sich denkt, warum? Also das hat einfach keinen ersichtlichen Grund. Für mich. Hier war die Laterne. Okay. Da hinten war ich auch schon, ne? Hier ist ein Hinweis. Du bist eingeweiht, oder? Ja, glaub schon. Genau, hier hätte ich nach oben geguckt. Aber wie gesagt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Weil, ja, das Spiel an sich ist halt schön. Und, also was heißt schön? Es ist gut. Es macht Spaß. Es macht Laune, es ist herausfordernd, es ist das, was ich erwartet habe. Also es ist tatsächlich wirklich das, was ich erwartet habe. Ich habe ganz am Anfang, ich glaube allererste Folge habe ich es gesagt, wenn dieses Spiel mich enttäuschen sollte, nagelt mich drauf fest, höre ich auf zu zocken. Endgültig, komplett, für immer. Ist das Hobby für mich durch. Das habe ich nicht nur in dem Video gesagt, das habe ich auch mehreren Freunden gesagt. Genau, hier ging es runter, okay. Und was soll ich sagen? Ich zocke immer noch. Was ist das? Insekt? Also sind das echt Spinnenbeine da hinten oder was? Ah, das ist der Typ, der da an der Tür steht. Also Typ... Erbarm, Ende gut. Kann man den anvisieren? Nee. What? Alter, das schüttelt's mich direkt. Oh Gott! Oh, das kann nicht sein. Ihr könnt nicht. Nein, habt ihr nicht. Fürst Amygdala? Wie konnte das geschehen? Um sein Leben betteln, okay. Boah, bist du eklig, Alter. Nein, wartet einen Moment. Denkt ihr jetzt schlecht von mir? Von mir? Ganz und gar nicht. Fürwahr, ihr tut gut daran. Ich habe ein großes Geheimnis mit euch geteilt. Ihr wart Zeuge eines Wunders und seid gestärkt daraus hervorgegangen. Das ist wohl wahr. Ihr solltet das zu schätzen wissen, wenn ihr nur ein Körnchen Dankbarkeit in euch tragt. Alter, ich muss gerade echt die Finger wegnehmen von den Angriffstasten. Ihr solltet das zu schätzen wissen. Es gibt immer noch keine Mundanimationen. Macht nichts. Solche Kleinigkeiten sind bedeutungslos. Inzwischen sind wir echte Freunde geworden. Aber sowas von. Dies ausdrücken, was Worte nicht können. Linksläufige Metamorphose. Oh, zweifelt nicht an mir, mein Gefährte. Eine Freundschaft ist doch immer eine zufällige Begegnung. Ich finde dich eklig. Seid gegrüßt.
Verzeiht, aber ich spüre, wie ein tiefgründiger Gedanke sich regt. Die Barmherzigkeit eines gewissen Gottes und wie er seine Liebe offenbart. Aber das ist ein echt guter Sprecher, darf ich das mal so sagen? Sir, Sie beeindrucken mich durch Ihre Sprachperformance. Verzeiht, aber ich über die Barmherzigkeit. Mehr hast du nicht? Über die Alles klar, dann drehe ich dir zurück zu. Aber was war das hier mit dem Wahnsinn? Da war doch eben schon wieder so ein Amygdala-Wahnsinns-Dingens. Boah, dann krabbelt der auf einmal los, so wie eklig. Ich bin ja, muss ich ja zugeben, ne? Spinnen, habe ich glaube ich schon mal zugegeben. Bin ich nicht so der größte Fan von. Warte mal, kann ich da jetzt durch die Tür? Das hätte ich vielleicht mal ausprobieren sollen. Mach ich das doch jetzt. Aha! Und schon bin ich unten. Was auch immer mir das genau bringt. Hier war die Laterne nicht aus, ne? Hier konnte ich immer hin. Ja, alles klar. Gut, gut. Naja, jetzt ist oben mit unten verbunden. Das ist doch schön. Ne, es sah... Okay. Gut, ab nach oben und da durch die Tür und dann mal gucken, wo ich dann rauskomme. Das war jetzt ja... Wie war denn jetzt die Verbindung? Unsichtbares Dorf? Und in dem... Oh Gott, ich weiß auch nicht. Tür nach draußen öffnen. Das ist doch wieder die perfekte Albtraumfront. Oh nein. Aber wieder dann da? Kann man eigentlich... Hätte man da hinkommen können, ohne Amygdala gekillt zu haben? Okay, das ist nicht die Albtraumfront, das ist Menses Albtraum. Und die Höhle ist aus Köpfen. Oh nein, bitte nicht. Oh nee, bitte kein PvP-Kampf. Bitte, 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 bitte. Wobei, nehme ich meine Stimme auf? Ja, sieht gut aus. Nicht so wie beim letzten Mal, ey. So ein Scheiß. Da hatte ich bestimmt 10, 15 Minuten Kampf. Mit einem anderen Spieler. Da oben ist jemand. Der eine Fackel trägt und geht da weg. Ich glaube ja. Wow. Oh Leute, was soll ich sagen? Ich habe ein bisschen Bammel. Das geht mir alles zu schnell gerade. Babygeschrei. Das ist gerade so ein bisschen erst das unsichtbare Dorf, dann auf einmal das obere Geschoss des Unterrichtsgebäudes und jetzt bin ich auf einmal wieder ganz woanders. Ach, du bist so ein Werwolf, okay. Ich dachte gerade, weil das sah aus für mich wie ein Bart, sein Rücken. Ich habe hier aber auch keine Laterne. Ach nee, aber die Laterne ist dann in dem Unterrichtsgebäude. Okay, bist du ein Gegner? Och du. Kacke, ja, bist du. Ach, du bist so einer. Und scheiße, bist du stabil. Und scheiße, habe ich schon wieder keine Ausdauer mehr. What? What? Ist das dein Ernst? Du zerspringst dann in diese ekligen... Hör mal auf, dich zu bewegen, Junge. Ich habe eben noch so ein bisschen genörgelt, ne, dass die Performance nicht so geil ist. Aber man muss auch sagen, dass es tatsächlich technisch... Also es ist schon sehr, sehr schön. Und vor allem im Vergleich, wenn man sich mal Dark Souls 1 und 2 und vor allem Demon's Souls anguckt. Wobei Demon's Souls ein bisschen knackiger tatsächlich aussieht als Dark Souls 1. Aber das kann auch nur mein Empfinden sein. Aber ich glaube, das ist ganz einfach so, weil Demon's Souls ja auch PlayStation 3 exklusiv ist. Und wir wissen, alles was exklusiv ist, immer besser läuft als... Also in der Regel besser läuft als Multiplattform. Aber das ist schon technisch echt gut gemacht, finde ich. Wenn man sich so das Gras hier und so anguckt, den Nebel darüber, wobei ich nicht weiß, ob der Nebel jetzt Rechenleistung schont oder ob er Rechenleistung verbraucht. Keine Ahnung, wie das ist.
Bei Silent Hills, sag ich schon, scheiße, ey. Bei Silent Hill war es ja damals so, dass sie den Nebel gemacht haben, weil die Konsolen... Du Scheiße. Beziehungsweise nicht nur die Konsolen, sondern generell die Rechenleistung einfach. Die Engine konnte das, die Grafik nicht darstellen. Und ich halte jetzt mal die Fresse. Ich kann mich nicht entscheiden, gut oder scheiße. Okay. Wird das hell, wenn ich da hingehe? Geht da oben dann das... Geht da oben das Licht an? Tatsächlich, oder? Tatsächlich. Hier ist eine Laterne. Das ist doch schon mal nett. Flupp. Angeschnipst das Ding. Da oben, da hinten rennt ein Schatten. 35.000 Echos, Und 23 Einsicht. Viel zu viel. Wieso habe ich so viel Einsicht? Wo habe ich die denn auf einmal her? Ich muss mich... Ach du Scheiße, ist das jetzt ein Stealth-Game auf einmal? Oh, 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 oh. Hier marodiert doch irgendwas rum. Boah. Boah, gut, dass da eine Laterne ist, da. Kannst du mal irgendwie ein bisschen anders vor der Kamera stehen? Kann ich nicht angehen hier. Bedeck deine Blöße, mein Freund, dein Charme. Ach, Mann, Mann, Mann. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn ich mich wegdrehe und dann rede, oder? Vom Mikrofon, das hört man. Dass ich dann woanders dann rede, halt. Zeit für Freunde. Was? Für was? Für Geländenutzung? Ey, wenn ich jetzt... Mist! Aber das ist schon mal schön. Die Viecher kriegen davon tatsächlich auch... Oh nein. Davon auch Schaden. Achso. Aber cooler Effekt irgendwie, oder? Das hat irgendwie was, finde ich. Weil das auch irgendwie den Wahnsinn darstellt, oder? Dass man... als wenn man Pilze gefressen hätte, hier Magic Mushrooms. Und man stellt sich dann auf einmal vor, ja, die wachsen so Spieße aus dem Rücken. Aus dem Körper. Und dann... und dann springt da noch so eine beschissenen... Riesenblutegel raus. Oder... Oh Gott. Alter, die... machen übermäßig... unverhältnismäßig viel Schaden. Noch einer? Wo kommst du denn jetzt her? Achso, ja klar, weil da ja noch einer tot war. Aber warum kommt ihr denn jetzt beide auch noch, oder was? Aha, so, ich schlage ich nach unten. Nee, ich muss... Sehr gut. Oh Gott! Das wird definitiv nicht mein Lieblingsgebiet. Wobei ich sagen muss, Lieblingsgebiet, mit Marcel habe ich ja, bin ich ja bis Flatterkopf gegangen und da muss man ja auch durch dieses Gebiet, durch Altjanam, genau, Altjanam war das. Und da wirst du ja die ganze Zeit beschossen, also. Also Lieblingsgebiet, gibt's mehrere Anwärter drauf. Aber es sieht schon unfassbar cool aus hier, muss man einfach mal. Muss man einfach mal so stehen lassen.
Da musst du mal einen stehen lassen. Ich nehme mal Beruhigungsmittel. Und dann gucke ich mal hier hinten weiter. Ah, ich vermute fast... Doch, komm, ich laufe weiter. Scheißegal. Aha. Okay. Habe ich noch ein paar Molotovs? Nee, ne? Habe ich alle rausgerotzt, glaube ich. Ach nee, ich hatte ja neue gekauft. Oh, ich bin ja gut. Das ist ja gut. Machen wir Molotovs. Ey, oder Blitzpapier. Ich rotze euch jetzt erstmal einen mit Blitzpapier über. Ohoho. Ah, na, vorsichtig. Ah, vorsichtig. Boah, die kriegen ja richtig Damage. Aber ich halt auch. Oh Mann. Ja, jetzt. Oh, jetzt bin ich zu weit weg, okay. Da geht der erste drauf. Nasam Korruption. Korruption? Korruption. Warum Korruption? Kooperation hätte ich ja verstanden, aber warum Korruption? Digga, ihr macht mir eindeutig zu viel Schaden. Das muss ich einfach mal so sagen. Das ist jenseits von Gut und Böse, meine Damen und Herren. Habe ich nicht sogar noch Rüstung, die effektiver gegen Wahnsinn ist? Ach, come on. Ich habe Marcel erzählt, ich trage seit Anfang an die gleiche Rüstung. Das ist ja Bullshit. Wahnsinn. Trage ich tatsächlich schon das Beste am Hut. Auf dem Kopf. Und selbst da trage ich schon das Beste. Das ist ja übel. Okay, Handschuhe konnte ich jetzt ein bisschen was verbessern. Und jetzt bei den... Bei dem Beinkleid. Ja... Sieht natürlich nicht so geil aus, aber darum geht es jetzt gerade auch nicht. Auge, wieder eine Rune. Sehr viele Runen hier, wenn man mich fragt. Ja, genau das wollte ich erreichen. Phänomenal. Was ist das? Hier ist erstmal ein Hinweis. Zeit für Überfälle. Mhm. Ein leuchtender Hebel. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob ich den ziehen will. Wieso kann ich den Geist nicht sehen? Zeit für Überfälle. Da ist eine Lampe. Ah! Guck an. Noch ein Hebel. Das verdanken wir Mannbestie. Der Gerät funktioniert derzeit nicht. Wo könnte das hinführen? Das führt bestimmt irgendwo hin, wo ich schon mal war. Wie lange haben wir noch? Wir haben noch ein paar Minuten. Dann, wenn hier direkt die Laterne ist, gehe ich erstmal zurück in den Traum des Jägers, investiere in einen Level-Up, komm wieder, ziehe den Hebel und ich habe, um meine Theorie loszuwerden, ich habe den Verdacht, dass... wenn ich den Hebel ziehe, weil da ja stand Zeit für Überfälle und ich in dem Albtraum da bin, dass ich dann gerufen werde als einmal ganz kurz reden. Immer einmal kurz reden. Dass ich gerufen werde als Gegner für Leute, die da frisch hinkommen sozusagen. So wie auch schon mal einer auf mich gewartet hatte.
Nee, das müsste... Wo müsste das... Das müsste jetzt ja dann bei dem hier sein, richtig? Ja. Mergos Speicher. Basis. Okay. Ja, das Fernrohr. Ich glaube mittlerweile, dass das Fernrohr ein Gag ist bei den Souls-Spielen. Weil irgendwie hat das nirgendwo wirklich mal einen Sinn gebracht. Oder? Ich kann mich nicht erinnern, dass es irgendwo mal sinnvoll eingesetzt wurde, das Ding. Och komm, im Ernst jetzt? Scheiße, und jetzt sind die Viecher wieder hier. Den Nebel kann ich ja hier auch noch nicht ziehen. Scheiße. Wahrscheinlich hätte ich hier erst... vermutlich erst von der anderen Seite herkommen müssen. Egal. Wow! Oh, oh, heilen, heilen, heilen. Oh, heilen, heilen, heilen. Und da sehe ich gerade, dass ich gar keine Blutechos dazu bekommen habe. Habe ich so wenig Blutechos gefarmt? Das ist ja doof. Das ist ja doof gewesen von mir dann jetzt. Lauf mal bitte hier hinter. Ne, warte mal. Lauf mal noch ein Stück weiter. Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Lauf mal bis hier runter. Okay. Jetzt lassen wir den Wahnsinn erstmal wieder abklingen. Den Wahnsinn erstmal wieder abklingen. Ja, so langsam. Ah, und ich überlege gerade, ob ich da jetzt wirklich einfach mal so durchlaufen soll. Ich meine, ich habe nicht viel zu verlieren gerade. Deswegen den Wahnsinn abklingen lassen, heilen. Und dann renne ich jetzt einfach mal da so durch. Eigentlich das, was ich nie mache sonst. Okay, okay, okay. Ah, shit. Okay, ich glaube, hier bin ich cool. Ich glaube, hier bin ich cool. Wenn ich jetzt noch eine Stelle finde, wo ich in Ruhe kämpfen kann. Alter, hier ist alles voll mit Viechern. Warum bin ich denn jetzt auch immer so ungeduldig? Da sind Items. Whoops. Was bist du? Du chillst hier rum, oder was? Shit, die verfolgen mich alle. Oh. Kriege ich die Tür denn schon auf? Das will ich jetzt eigentlich nicht machen. Ach, shit. Jetzt bin ich doch schon hierher gerannt. Jetzt nutzt das doch auch. Ah. Ich kann euch ehrlich gesagt nicht genau sagen, was ich jetzt gerade hier mache. Suche was völlig Bescheuertes, aber... Ah, so bin ich leider. Nee, scheiß mal auf den. Genau. Ja! Nicht so schlecht. Nee! Nee, 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 nee. Euch hatte ich schon wieder ganz vergessen. Oh Gott. Nein! Oh! Nicht dein Ernst. Oh, das ist unnötig. Jetzt bin ich unmotiviert. Und ich würde sagen, wenn ich unmotiviert bin... Na, jetzt haben sie mich auch hier rausgeschmissen, ja. Ich hätte gehofft, ihr würdet mich da hinten wieder rausschmeißen. Ich würde sagen, das war's für diese Folge. Vielleicht... Ja, vielleicht sogar erstmal für diese Session sogar. Ja. Danke fürs Zusehen. Auf jeden Fall, bis zum nächsten Mal. Würde mich auf jeden Fall freuen. Auf jeden Fall, ich sag viel zu oft auf jeden Fall. Das nervt mich. Ah, auf jeden Fall, das war der Rücken. So. Naja, bis morgen. Ich bin wieder da. Ich hoffe, ihr auch. Macht's gut. Ciao.
Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.